Herzlich willkommen in Meister Frickels Bastelbude. Projekt Werkzeug bauen. Habt ihr schon mal versucht, diese Kartuschen leer zu kriegen? Fast unmöglich. In diesem Video zeige ich euch, wie wir aus einer Einhandzwinge eine Kartuschenpresse bauen, um die 2K Kartuschen leer zu bekommen. Viel Spaß bei diesem Video. So, zum Bau brauchen wir eine Einhandzwinge. Sucht euch ruhig eine günstige aus. Diese habe ich jetzt für sage und schreibe 1,99 bei Action gekauft. Einfachste Ausführung. Geht hin, ihr macht diese Plastikkappen ab. Eine braucht ihr gleich noch. Dann schrauben hier vorne den Halter ab, damit wir besser bohren können. Und dann gehen wir jetzt hin und bohren hier vorne ein Loch von mindestens 17 mm. Das passt hier auf jeden Fall mit 17 mm und bohren aber vor mit 4 mm. Ich bohre jetzt genau in der Mitte und im Knick. Dann habe ich hier einen Stufenbohrer. Der hat also auch bis zur Stufe 18, 16, 18. Dann nehme ich jetzt die 18er Stufe. Langsam und vorsichtig, weil sonst geht der weg. Ist zwar nicht 100% mittig, aber ist auch nicht schlimm. Einmal von der anderen Seite ein bisschen entgraten. So, jetzt haben wir vorne das Loch fertig. Er passt durch. Und er sowieso. So, jetzt müssen wir uns für hinten noch eine Halterung einfallen lassen. Da möchte ich hingehen. Solch eine Schutzkappe schneiden wir jetzt längs ein, damit die Kartusche hier Halt bekommt und nicht mehr weg kann. So, wir haben eine schmale und eine breite. Wir nehmen natürlich die breite, damit wir ein Maß haben, wo auch die schmale reingeht. Zeichnen Sie uns an, es kann euch schief sein. Hoffentlich, wir haben hier genug Material. Und dieses schneiden wir jetzt gerade weg. So, dazu nehme ich einfach einen Dremel. Den hat meistens jeder. So, damit habe ich so ausgeschnitten. Das schieben wir jetzt wieder drüber. Und damit haben wir jetzt hier eine Halterung, wo unsere Kartusche jetzt erstmal nicht mehr weg kann. Damit dieser Halter jetzt nicht abhauen kann, kleben wir ihn einfach nochmal an. Mit unseren 2 Komponentenkleber. Kartusche rein. Zack. Umdrehen. Und wunderbar können wir jetzt unsere 2 Komponenten ausleben. Dann den Druck wegnehmen. Fertig.
Dann gehen wir hin und verrühren unter zwei Komponentenkleber zu einer Komponente. Ich rieche das ja schon gerne, ne? Einkleben, trocknen lassen, fertig. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Zwei-Komponenten-Presse für unter 10 Euro weiterhelfen. Würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr jedes Mal mitkriegt, wenn was Neues kommt. Und ansonsten, wie immer, see you later, Alligator. Euer Meister Fricke. Haut rein.